Ну так вот, всем здорово, с вами Авиан, делаю пятую часть, Гитлер отвечает на вопросы подписчиков. Приятного просмотра. Доброго времени суток, уважаемые подписчики, и как я уже давно говорил, то, что я не хочу делать Гитлера, у меня просто не остается выбора. Мне нужно смириться с этим, тогда бы я понимаю, что контент у меня явно неинтересный, который нынешний, вот, который я только что вот недавно придумал. Поэтому решил вернуться на старую тематику, для того, чтобы вам было не так скучно, ну и мне как-то хотя бы веселить себя. А то у меня уже вот месяц подряд, не знаю, можно сказать, вообще не прибавляются подписчики. Но вот доходит до 3450 подписчиков и все, не больше. И падает это число до 3445. Вот так вот. Не знаю, с чем это связано. А возможно, кто-то подписывается, отписывается сразу. У меня сейчас на заставке какая-то херня. Не спрашивайте, что это за игра такая. Это для того, чтобы не было так скучно. Ну так вот, я вам обещал. Вот и мой результат. Приятного просмотра. Всем желаю насладиться этим видео. Der Sender des OKH ist ausgefallen und die gesamte Heeresnachrichtengruppe hat sich abgesetzt. Alle. Es ist niemand mehr da. Telegramm von Göring. Ja. Er schreibt: Mein Führer, sind Sie einverstanden? Eine große Verantwortung. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Dann ist die 9. Armee verloren. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen... Wirklich stimmt. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille-Faulpelz! An meiner Person!